Hallo, ich bin Kato Nickel und ich bin hier in Holzgerlingen bei der 7. Veranstaltung der ADAC MX Masters. Die letzten Tage hat ziemlich viel geregnet hier und heute Morgen hatten wir sehr tiefen Boden und es war noch sehr moddrig, aber die Streckencrew hat alles gegeben, die Strecke perfekt zu machen für den ersten Lauf und jetzt haben wir Top-Bedingungen. Zwar sehr tiefe Rillen, aber auf jeden Fall überall Grip, viele Sprünge, schnelle Kurven und auf jeden Fall sehr spannende Fights in der Spitze der Tabelle und freut euch auf jeden Fall auf die Highlights. Der Startbike ist gefallen, ganz vorne weg die 300 Noah Ludwig. Sein erstes Geschenk an sich selber mit dem Red Bull Holdshot. Noah Ludwig vor Manik Appelt, Fettig auf der 3, Kato Nickel 4, McLellan auf der 5, Fares nur auf der 6, Paul Bloy auf der 7. Jetzt hat sich da aber auch Guillaume Fares vorne mit drin eingeschaltet. Mit dem Red Plate, mittendrin im Kampf um Platz 4. Und jetzt direkt hinter Kato Nickel schon ist. Kato Nickel auf der 2, Guillaume Fares jetzt auf der 3. Wer ist da gestürzt ganz vorne? Manik Appelt müsste das gewesen sein. Aber Camden McLellan jetzt vorbeigezogen, Kato Nickel, also neuer Drittplatzierter. So, wir schauen nochmals Richtung Man in Black. Vorbei an der Helferzone, Maximilian Spieß die 7. Auf Rang 8, nach wie vor hinter der 252 Paul Bloy. Jetzt hat's geklappt. Wir haben einen neuen Siebtplatzierten. Maxi Spieß jetzt vor der 252 Paul Bloy. So, dann haben wir Maxim Gov ausgeschieden, leider der Franzose. Jetzt geht's Richtung Zielsprung. Ja, und da ist die Faust oben, der Finger ist oben. Herzliche Gratulation. 25 Punkte für einen stabilen und souveränen Noah Ludwig. Und der Fight ist jetzt endlich aufgelöst hier. Guillaume Fares auf der 2, McLellan 3, Kato Nickel auf der 4. Fettig hier nochmal einen Platz gut gemacht auf der 5 und Alonso auf der 6. Das beste Geburtstagsgeschenk, was ich mir machen konnte. Ja, ich habe den Start direkt gewonnen und hatte dann einen mega guten Flow auf der Strecke. Die Strecke macht so dermaßen Spaß und ja, habe es bis zum Schluss ins Ziel gebracht. Ich habe von der ersten bis zur letzten Runde gute Spuren gehabt und habe einfach mein Ding durchgezogen. Und ja, ich habe natürlich zum Schluss gesehen, dass ich einen guten Vorsprung habe und dann habe ich das Ding einfach sicher ins Ziel gefahren auch. So, das ist Fares, der da gut rumkommt. McLellan auch. Oh, Spieß so sechste, siebte Position. Fares schaut sich nochmal um. So, dann haben wir Maxim Gov auf der 2. Und Spieß zieht an McLellan vorbei. Toller Move hier vom Deutschen. Und McLellan jetzt neben Spieß in der Abfahrt. Und zieht hier wieder vor den Siebener. Der damit wieder mit der 122 Platz 3 innehat. McLellan energisch gegen Grü und zieht vorbei. Tolles Manöver. So, fünfter Platz für Jens Walford, den Niederländer. Ludwig ist sechster. Valentin Kees, die 70, stark auf der 7. Maiko Fettig, 8. Paul Bloy, 9. Und Kato Nickel auf der 10. Und McLellan ist gestürzt. McLellan gestürzt, der Zweitplatzierte hebt sein Bike wieder auf. Aber da geht Noah Ludwig vorbei. So, aus den Top 10 fehlt uns Victor Alonso, der Spanier mit der Yamaha, die 296. Und uns fehlt Camden McLellan hier. Camden McLellan, The Mackey, die 122. Am Anfang vorne mit dabei, dann kleiner Sturz, dann eigentlich wieder gut reingekommen. Der ist hier noch nicht wieder da. Noah Ludwig, der wird jetzt zuschlagen, setzt sich innen daneben. Und das ist seine Kurve und damit auf 4. Und da haben wir einen Sturz, der Spitzenreiter gestürzt. Sturz für Fares. Kommt erst hinter Noah Ludwig wieder zum Fahren. Damit der Deutsche, Spieß vorne. Und Fares geht wieder vorbei auf Platz 2. Aber vorne ist die 7, wenn wir es richtig gesehen haben. Und der Sieger heißt Maxi Spieß und kommt aus Deutschland. Spieß gewinnt also für Fares und Ludwig Fettig 4, Grau 5, Walford, Kees, Nickel, Piller, Alonso, das ist die Top 10.
Ja, auf jeden Fall kein einfaches Rennen gewesen. Die Strecke ist sehr, sehr anstrengend, auch nicht nur fahrerisch, sondern einfach auch für den Kopf. Es sah lange so aus, als würde ich dann halt den dritten Platz nach Hause bringen, aber mit 2 Runden to go haben beide auf einmal innerhalb von 2 Kurven einen Fehler gemacht. Das war, also ich war überrascht, sagen wir mal so. Man muss das ganze Rennen 100% fokussiert sein, weil man sieht, kleiner Fehler und du liegst, das habe ich gestern auch gehabt. Ja, mal gucken, was im dritten Lauf geht. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und mal sehen, wo wir rauskommen. Ja, was für ein krasser Start hier von der 122. Camden McLellan hat hier einmal mehr gezeigt, was er für ein Starter hier ist und legt sich somit jetzt schon mal das Fundament. Maxim Groh hinter ihm, Colin Wohnhaas auf der 3, Maxi Spies auf der 4, Kato Nickel 5, Paul Bloy 6. Und jetzt ist Maxi Spies das erste Mal so richtig on fire, muss jetzt aber die äußere Linie wählen. Jetzt aber bessere Traktion am Hinterrad, neuer Drittplatzierter, Maximilian Spies. Guillaume Fares, meine ich, jetzt zwischenzeitlich schon vorgefahren auf die 5. Jetzt vorbei an Kato Nickel, Guillaume Fares also auf der 4. Hofmeisterkurve hoch, der kommt da nicht vorbei, der verliert da Zeit. Jetzt ist er vorbei, geiler Move hier von Maxi Spies vorbei an meinem Franzosen Maxime Groh. Guillaume Fares vor der 5. Runde. Der Spanier ist vorbei am Franzosen. Noch auf die 3 vorgefahren. Die Attacke von Noah Ludwig gegen Kato Nickel innen gefahren. Jetzt ist es passiert. Also auf dem 6. Platz. Noah Ludwig, Kato Nickel zurück verwiesen. Also schwarz-weiß karierte Flagge im letzten Lauf der Youngster Cup Piloten. Camden McLellan vor Maximilian Spies. Und der Führende mit der Faust nach oben, der hat wahrscheinlich schon ein bisschen gerechnet auf das Overall-Ranking hier in der 22er-Saison. Da wird auch schon ein bisschen Sekt gespritzt für den Meister hier. Maiko Fettig auf der 4, Maxim Groh hat sich hier noch vor Noah Ludwig auf die 5 gesetzt. Noah Ludwig so mit 6, Kato Nickel. Spanier Guillaume Fares! Es steht fest, er ist nicht nur der Spitzenreiter, er bleibt es auch. Er ist der neue ADAC Youngstermeister, der New Champion Guillaume Fares! I just kind of controlled it. First moto, I was sitting in second, so that was good. I knew Spies was in the back. Second moto, I had the whole shot. I was leading all the moto. I just made a mistake with 2 laps to go. I was attacking on that one. And third moto, I just was cruising behind the guys. Was following Spies the whole time. When I saw that Camden was far away, I just stopped riding. I took it really easy. I mean, it's been a crazy season. It was not in my plans to be here racing. But yeah, I ended up here racing for Rats. Everyone at Rats made really great work this year. I'm really happy. I mean, for me, it's like a reward to get this title home, and I'm really happy with what they did for me. I'll be at the MXON, but I'll be at Drenna on a 125 two-stroke.